Hi meine Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei Herbst-Make-up-Looks für euch. Ich hoffe sehr, die Looks gefallen euch. Ich kann euch ein bisschen inspirieren und ihr habt vielleicht sogar Lust, sie nachzuschminken. Und wir legen direkt los mit diesem Look hier. Ich nehme mir zuerst die Tarte in Blumen Palette und die Farbe Flower Child und damit setze ich meinen Eye Primer, den ich bereits off-camera aufgetragen habe. Das ist Urban Decay, die Primer Potion in Eden. Dann nehme ich den Magnetic Eye Color in der Farbe Spirit von Nude Sticks. Das ist ein Cream Shadow Stick, wie ihr seht. Und den trage ich erstmal ziemlich unordentlich auf mein bewegliches Lid auf, bis hoch in die Lidfalte und schichte den so ein bisschen in der Farbe, damit er schön intensiv rauskommt. Und ihr seht, die Kanten blende ich erstmal einfach mit meinen Fingern aus. Dann nehme ich aus derselben Palette die Farbe Sweetheart. Das ist so ein bisschen ein Rosé-Nude, würde ich sagen, von der Farbe her. Und die passt, finde ich, wunderschön zu dem Farbschema und damit blende ich jetzt einfach nochmal in der Lidfalte die Farbe richtig schön sauber aus. Dann der absolute Star dieses Looks ist wirklich dieser Lidschatten hier von Bobbi Brown. Das ist der Luxe Eyeshadow Multichrome in der Farbe Incandescent. Und der hat wirklich so einen Color Shift drin, der ist so goldpink. Also der shiftet je nachdem, wie man im Licht steht. Und oh, der ist so schön. Ich war so begeistert von dem. Der hat mich richtig, richtig umgehauen. Und ihr seht, ich trage den einfach mit meinem Finger auf, weil ich gemerkt habe, dass man so einfach die beste Farbabgabe hat. Und es leuchtet und schimmert und sparkelt und es ist der Hammer. Super, super schöner Lidschatten. Und der ist aus der neuen Kollektion von Bobbi Brown. Die haben auch dieses Camouflage-Packaging, super cool. Schaut euch den unbedingt an. Und hier blende ich das Ganze einfach noch mit meinem fluffigen Blendpinsel zusammen, also alle Lidschatten. Dann nehme ich meinen Gel-Eyeliner von L'Oreal und ziehe mir einen Lidstrich, kein Wing, sondern wirklich einfach nur bis zum Rand vom Auge. Ja, eine Wimpernverdichtung sozusagen. Und das Ganze unterstütze ich jetzt noch mit meinem Long Lasting Eye Pencil in Black Fever von Essence. Damit aligne ich meine obere Wasserlinie einfach, damit die Wimpern schön voll und intensiv aussehen und man da keine Lücke hat. Dann klebe ich mir Wimpern auf. Das sind die House of Lashes Boudoir Light. Und hier ist was ganz Wunderbares passiert, was ganz Außergewöhnliches. Ich habe die Wimper drauf gemacht und sie hat gleich beim ersten Mal gesessen. Das passiert nicht oft. Wirklich nicht. Ich war ganz überrascht. Wunder geschehen immer wieder. Ich liebe diesen. Meine absoluten Lieblingslashes im Moment. Meine Base mache ich kurz off-camera und wir sind direkt wieder da mit einem wunderschönen Produkt. Und zwar ist das der Pillow Talk Blush von Charlotte Tilbury aus der Kollektion. Und ihr wolltet den ja nochmal alleine aufgetragen sehen und ich wollte das natürlich auch probieren. Und er ist so schön! Oh mein Gott! Er ist alles, was ich jemals wollte und mehr. Und ja, er hat mich nicht enttäuscht, aber ich habe auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Dann nehme ich nochmal den Nude Sticks Pencil und gehe auch an meinem unteren Wimpernkranz entlang, einfach damit das Auge einmal komplett schön eingerahmt ist. Und ich trage den einfach auf und verwische ihn dann mit meinem Finger, ist wirklich super, super easy. Und dann highlighten wir noch, hier nehme ich von Wet n Wild den Precious Petals Highlighter für unter die Augenbrauen und im Augeninnenwinkel, immer noch einer meiner Lieblinge. Und Mascara darf natürlich auch nicht fehlen. Hier nehme ich den Ultra Deep Black Mascara von Art Deco. Ihr wisst, mein aktueller Favorit. Da hat sich nichts geändert. Immer noch großartiger Mascara. So, weiter geht's mit den Lippen. Hier nehme ich das Power Matte Lip Pigment in der Farbe London Calling von NARS. Und oh mein Gott, ich war so beeindruckt von dieser Formulierung dieses Lip Pigments oder Liquid Lipsticks. Man kann so gut damit arbeiten. Einmal trocknet der nicht sofort. Das heißt, man kann wirklich sehr schön nacharbeiten, wenn man eben nochmal über die Kanten gehen muss. Ich habe das ganz oft bei Liquid Lipsticks, dass die so anfangen zu krümeln und irgendwie man wirklich ganz schwer präzise nochmal nacharbeiten kann. Bei dem überhaupt kein Problem. Und die Formulierung ist auch, die wird zwar trocken und matt, aber sie ist nicht so trocken und klebrig, wenn ihr wisst, was ich meine. Man hat nicht dieses unangenehme, ziehende Gefühl auf den Lippen, sondern es fühlt sich wirklich den ganzen Tag richtig angenehm an und ich war so happy damit. Ich muss mir unbedingt noch mehr Farben angucken, finde ich super, super schön. Damit ist der erste Look auch schon komplett und wir machen weiter mit diesem sehr warmen, rostroten, feurigen Look. So würde ich ihn jetzt mal beschreiben. Und hier geht's wieder los mit der Primer Potion in der Farbe Eden von Urban Decay. Und die arbeite ich gut ein in meine Augenlider. Von oben bis unten mache ich immer wichtig. Vorbereitung ist alles. Und hier habe ich die Desert Dust Palette von Huda Beauty am Start. Die ist echt, alter Schwede, die ist gut. Hier nehme ich die Farbe Desert Sand. Das ist einfach ein Beige-Ton und damit setze ich meinen Primer. Wie immer mache ich auch jedes Mal mit einem hellen Beige-Ton einfach nochmal den Primer setten, damit alles schön weich und glatt ist und man die Lidschatten einfach gut blenden kann. Dann nehme ich die Farbe Eden aus derselben Palette und das ist so, würde ich sagen, so ein Peach-Korall, auch ein matter Ton. Und den trage ich mit meinem fluffigen Blendpinsel in der Lidfalte auf und baue den Stück für Stück auf, damit der intensiver rauskommt. Also ich gehe immer wieder rein und blende vom Außenwinkel über die Lidfalte in den Innenwinkel, sodass wirklich überall Farbe ist.
Dann nehme ich die Farbe Blazing und die macht ihrem Namen wirklich alle Ehre. Ist einfach ein richtig intensives Orange, auch ein matter Ton. Und hier nehme ich einen etwas kleineren Pinsel, das ist der MAC 217 und blende aber quasi an denselben Stellen, also wieder Außenwinkel, Lidfalte, Innenwinkel und intensiviere den Look damit und gebe ihm mehr Tiefe und mehr Intensität. Dann nehme ich nochmal meinen großen, fluffigen Pinsel und blende nochmal alle Lidschatten ineinander und zusammen, also einfach nochmal, damit es keine harten Kanten gibt. Dann nehme ich die Farbe Amber, auch das ist ein matter Ton und der ist auch sehr, sehr warm, aber hat ein bisschen mehr Braun mit drin. Also er ist ein bisschen tiefer, also intensiver als das Orange davor und auch damit gehe ich wieder in den Innenwinkel, in den Außenwinkel, genau dasselbe Prinzip. Habe aber auch hier wieder einen etwas kleineren Pinsel, das ist der MAC 221, ja, müsste stimmen und blende das Ganze auch wieder aus. Dann nehme ich die Farbe Blood Moon aus der Palette und auch das ist so eine schöne Farbe. Ich habe mich schockverliebt, als ich die gesehen habe. Ist so ein Rostorange? Ja, so würde ich es beschreiben. Ganz metallisch, ganz schimmrig, super schön warm, orangestichig. Und den trage ich, wie ihr seht, mit dem Finger in der Mitte auf, also auf die Stelle, wo ich noch keine Farbe aufgetragen habe. Und dann intensivieren wir den Außen- und den Innenwinkel nochmal. Ja, ich weiß, exzessiv. Hier nehme ich die Farbe Oud. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, aber ich glaube so. Und hier nehme ich meinen Pencil Brush und trage die Farbe erstmal ziemlich intensiv in tupfenden Bewegungen innen und außen auf. Tupf, 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 tupf. Und nehme dann nochmal meinen Blendpinsel und blende sie dann eben nochmal richtig schön aus. So habe ich schöne Farbintensität, aber trotzdem ist alles ausgeblendet und schön weich. Da nehme ich die Farbe Cosmo und das ist wirklich reiner Glitzer, also ist relativ grober Glitzer und hier mache ich meinen Pinsel nass mit MAC Fix Plus. Ich nehme den MAC 242, ihr wisst, mein Lieblingspinsel und jetzt tupfe ich diesen Glitzer an den Übergangsstellen auf, also zwischen den dunkleren Innen- und Außenwinkel zu der hellen Mitte hin, also an die Übergangsstellen tupfe ich den Glitzer. Und weil jetzt Blood Moon für mich so ein bisschen an Intensität verloren hat, durch das viele Rumgeblende und Gemache, trage ich den jetzt nochmal mit dem Pinsel feucht gemacht auf in der Mitte, damit er nochmal richtig intensiv und metallisch rauskommt und einfach nochmal verstärkt wird. Dann habe ich alle Einzelwimpern genommen, die ich noch irgendwo finden konnte. Ich weiß, sieht ein bisschen strange aus. Meine Base mache ich wieder kurz off-camera und da sind wir wieder. Tada! Und weiter geht's mit dem Shimmer & Glow Liquid Eyeshadow in der Farbe Twig von Stila. Und das ist ein sehr dunkles Rotbraun und den trage ich an meinem unteren Wimperkranz auf und verblende ihn nochmal mit meinem Pencil Brush, einfach mit der restlichen Farbe, die da noch dran war. Und um das Ganze noch ein bisschen rauchiger und smokiger zu machen, nehme ich nochmal meinen Blendpinsel vom Anfang, den 217, auch noch mit viel Farbe dran und gehe einfach nochmal drüber, dass es alles schön weich und rauchig aussieht und eben die Farbe von oben auch unten nochmal vorkommt. Dann natürlich wieder Mascara, Mascara, Mascara. Und Highlight darf natürlich nicht fehlen, nehmen wir Ibiza von NARS. Der ist super schön, der ist relativ subtil von der Farbe her, also ist ein goldener Highlighter, aber der sieht super schön glossy auf der Haut aus, also wirklich ganz, ganz toller Effekt. Dann nehmen wir diesen schönen Blush hier aus der Ambient Lighting Edit Unlocked Palette von Hourglass. Das war der Blush, den ich nicht getestet habe in meinem letzten Video, aber jetzt ist er dran und ach, der ist so schön. Der passt, finde ich, perfekt zu dem Look, der ist so peachy, warm vom Ton und wunderschön. Dann für die Lippen nehme ich Shorty von Fenty Beauty. Ihr wisst, ich liebe die Mademoiselle Lippenstifte von Fenty Beauty und hier keine Ausnahme. Super schönes, warmes Rotbraun, fast perfekt zum Look. Und damit ist auch Look Nummer 2 fertig. Und weiter geht's mit dem Alltagslook, der sehr kühl ist von den Farben her. Ich liebe ihn. Und hier waren die drei Pickel auf meiner Wange wirklich in absoluter Höchstform. Sie leuchten. Naja. Und ich starte wie immer mit der Primer Potion in der Farbe Eden. Same, same. Und arbeite die gut ein, in mein Augenlid. Und auch hier nehme ich wieder die Desert Dust Palette von Huda Beauty und wieder die Farbe Desert Sand, um meinen Primer zu setten. Same thing, wie im Look davor auch schon. Dann nehme ich von Hourglass meinen Nude Bronze Light Bronzer, ihr wisst, ich liebe ihn, und trage den jetzt als Übergangsfarbe in meiner Lidfalte auf. Und ich baue die Farbe schön intensiv auf und ihr seht, wie gut der rauskommt. Also der ist weder zu warm noch zu kühl, man kann ihn für alle möglichen Augen-Make-ups benutzen, weil er sehr schön neutral ist von der Farbe und sieht auch wirklich super schön aus auf den Augen. Und ihr seht, ich blende ihn richtig schön rein.
Und dann nehme ich aus der Huda-Palette die Farbe Musk. Und das ist so ein ganz neutrales Graubraun, so würde ich das beschreiben ungefähr. Und den trage ich in meinem Außenwinkel auf. Relativ intensiv, also da schichte ich es immer wieder drauf, die Farbe, und ziehe sie so ein bisschen hoch in meine Lidfalte. Dann nehme ich nochmal meinen großen fluffigen Blendpinsel und blende alles zusammen, also die Übergangsfarbe, den Bronzer und die Farbe Musk, damit alles schön ineinander weich verläuft. Dann nehme ich die Farbe Cashmere aus der Palette und das ist so ein richtig schönes Taubgrau-Silber, so eine Mischung aus diesen Farben. Und auch hier habe ich meinen Pinsel nass gemacht und schichte die Farbe richtig schön intensiv auf mein Augenlid. Und finde ich so eine schöne, kühle Farbe, perfekt für den Herbst. So geil. Und auch hier blende ich nochmal alles zusammen. Dann nehme ich von Urban Decay den Eyeliner der Farbe Mushroom. Auch der ist in dieser Farbfamilie, in diesem Taubgrau-Braun. Und den trage ich erstmal ziemlich unordentlich einfach an meinem Wimpernkranz auf. Und dann blende ich ihn einfach mit meinem Blendpinsel aus und nehme immer wieder die Farbe Musk aus der Palette auf, also dieses Grau, und blende ihn damit aus, sodass es wirklich farblich einfach perfekt passt, aber am Wimpernkranz so ein bisschen dunkler ist einfach wegen dem Eyeliner. Dann auch hier wieder zum Wimpernverdichten nehme ich meinen Kajalstift von Essence, damit die Wimpern einfach voller und intensiver aussehen. Und auch hier Gesicht machen wir auf Camera, bin sofort wieder da, da bin ich, hallo. Und es geht weiter wieder mit der Ambient Lighting Palette, Unlocked von Hourglass. Und hier nehme ich diesen bärigen Blush, den ich eh schon so liebe. Und ich finde, der passt perfekt zu dem Look und den trage ich schön intensiv auf. Dann nehme ich nochmal Mushroom von Hourglass und trage den auch an meinem unteren Wimpernkranz auf. Einfach damit das Auge einmal komplett eingerahmt ist. Und auch den trage ich wieder auf und verwische ihn mit meinem Finger so ein bisschen. Dann natürlich ganz, ganz viel Mascara. Auch hier nehme ich wieder die Art Deco Mascara und die macht so schöne, lange, volle Wimpern. Wahnsinn. Dann nehme ich den Highlighter aus der Unlocked Palette von Hourglass und der ist so schön. So intensiv und metallisch und ganz, ganz toller Champagnerton. Und ich liebe den. Ich finde, er passt auch perfekt zu diesem Look. Da nehme ich von Marc Jacobs den Enamored Hydrating Lip Gloss Stick in der Farbe Mocha Chocolata. Und ja, das war falsch rum. Ups. Und bester Lipgloss aller Zeiten. So, also der macht die Lippen so voll und glossy und schön. Und die Farbe ist so ein schönes, neutrales, etwas kühles Nude. Es gibt keinen schöneren. Dann nehme ich noch meinen Mini Whirl Lip Liner. Ich glaube, das wird der erste Lip Liner, den ich jemals leer mache in meinem Leben. Und damit umrande ich die Lippen noch so ein kleines bisschen, einfach, dass sie ein bisschen mehr Form haben. Und damit ist auch unser dritter Look fertig. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch inspirieren konnte, dass ihr vielleicht auch ein paar neue Produkte kennenlernen konntet. Gebt dem Video auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach oben, wenn das so war. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Folgt mir auf Instagram. Ich freue mich, euch dort zu sehen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüssi, ich freue mich sehr auf euch.